begrüßen heute Jessica Schwarzer. Mein Name ist Lisa von CapTrader und ich würde sagen, starten wir mit der ersten Frage. Stellst du dich bitte einmal vor? Ja, gerne. Ich bin Journalistin, Moderatorin und auch Buchautorin. Ich habe mehrere Börsenbücher geschrieben. Und ganz wichtig, ich bin leidenschaftliche Aktionärin und ich habe diese Leidenschaft eben auch zu meinem Beruf gemacht. Perfekt. Und wann ist dein Interesse zum Thema Finanzen und Investment entstanden? Ich sage immer so ein bisschen aus Spaß, ich bin geldgierig und das war ich auch schon als Kind. Ich habe unheimlich gerne gespart. Ich habe in der Schule gab es so Sparhefte, wo man für 10, 50 Pfennig und ich glaube auch für eine Marken beim Lehrer kaufen konnte. Die hat man da reingeklebt und wenn eine Seite voll war, ist man dann mit zur Sparkasse geradelt und hat das aufs Sparbuch einzahlen können. Das hat mich fasziniert. Später habe ich dann auch oder relativ früh sogar mein Geld selber verwalten dürfen. Ich glaube, ich war 12, 13, 14, irgendwas in dem Dreh. Und bin dann von Bank zu Bank geradelt und habe geguckt, wo ich das meiste kriege für mein Geld. Also, damals ging es um Zinseinlagen. Da gab es ja noch Zinsen, 6-8%. Da erinnere ich mich noch dran. Meine Mutter hat bei der dritten Bankverbindung dann irgendwann gesagt, jetzt reicht's. Die musste ja logischerweise immer antreten, um zu unterschreiben. Das durfte ich alles noch nicht selber. Ja, und irgendwann kam dann meine erste Aktie und das war in der Tat die T-Aktie. Das war übrigens meine Mutter, die Idee hatte, dass wir das mal machen und uns mal angucken. Und dann kam der neue Markt, die Technologiebörse, die es hier in Deutschland mal gab. Ja, und da war die Leidenschaft dann einfach geweckt. Super interessant. Und wodurch hast du dich entschieden, sogar beruflich in die Finanzwelt einzusteigen? Das ist irgendwie fast automatisch passiert. Also ich habe Geschichte Politik studiert und wollte immer schon Journalistin werden. Ich habe in diese Steckbriefhefte in der Schule schon immer reingeschrieben, bei Berufswunsch Benjamin Blümchens, Carla Kolumna, die rasende Reporterin. Und ich habe mich aber eher in einer Politikredaktion gesehen, deshalb auch das Studium. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht bei dem Wirtschaftsmagazin DM in der Online-Redaktion damals. Ja, und irgendwie haben die gemerkt, ich interessiere mich für Börse. Und nach ein paar Tagen war ich auf einmal im Finanz- und Börsenressort und dann war es passiert. Und wie schätzt du die generelle Aktienkultur in Deutschland ein? Ja, das ist leider ein Trauerspiel. Wir hatten mal so ein bisschen eine Aktienkultur. Das war eben genau zur Zeit der T-Aktie. Dann viele, wie ich auch, das erste Mal eine Aktie gekauft. Am neuen Markt wurde dann leider gezockt wie verrückt. Das ist natürlich eigentlich nicht der Sinn einer Börse und einer intelligenten Geldanlage. Dann kam der große Crash und viele haben der Börse auch gleich wieder ihren Rücken gekehrt. Da ist so ein zartes Pflänzchen Aktienkultur leider wirklich zertrampelt worden. Richtig erholt haben wir uns davon nicht, trotz jahrelanger Nullzinsphase. Ja, vorher waren es ja noch Minizinsen, jetzt sind es Null. Sind nicht wirklich viele Menschen an die Börse gekommen und haben ein bisschen umgedacht, leider. Ich hoffe immer noch, dass es irgendwann mal besser wird. Es gibt zarte Tendenzen in die Richtung, weil es macht einfach keinen Sinn, das Geld nur auf Sparkonten rumliegen zu lassen. Man muss es arbeiten lassen und das tut es eben an der Börse. Das stimmt. Und wie sensibel ist die Allgemeinheit in Deutschland beim Thema Börse? Es gibt unglaublich viele Vorurteile, Stammtischparolen. Also Aktien sind natürlich gefährlich, total riskant. Man verliert auf jeden Fall Geld. Das ist sowieso nur was für Zocker oder für Reiche. Das widerspricht sich zwar ein bisschen, weil reiche Menschen eigentlich eher konservativ investieren, aber gut. Also das sind eher, es ist weniger Sensibilität als eher diese blöden, Entschuldigung, Vorurteile, die ja gar nicht stimmen. Natürlich kann man die Börse zum Casino machen, keine Frage, man kann wild zocken. Aber wenn man die Grundregeln einer guten Geldanlage beachtet, also langfristig zu investieren, breit zu streuen, dann ist die Börse überhaupt nicht gefährlich, sondern im Gegenteil, bietet tolle Renditen, langfristig sogar die erfolgreichste Anlageklasse überhaupt. Und warum ist die Aktionärsquote in Deutschland noch zu niedrig? Und warum ist der Anteil der aktionshaltenden Frauen noch niedriger? Die Deutschen sind leider unheimlich vorsichtig, wenn es um ihr Geld geht. Sie sind wirklich ein Volk von Sparern. Da liegen ja unglaubliche Summen auf den Konten. Die wenigsten trauen sich leider an die Börse. Es ist, glaube ich, im Moment jeder sechste oder jeder siebte Aktionär. Doppelt so viele Männer wie Frauen, also prozentual. Die Frauen sind da scheinbar noch vorsichtiger. Das ist eigentlich abstrus, weil wenn man sich nämlich dann mal so Depotauswertungen anguckt, wenn die Frauen sich an die Börse trauen, wenn sie Aktionärinnen werden, dann sind sie in der Regel viel erfolgreicher als Männer. Und das liegt unter anderem daran, dass sie sehr, sehr viel sehr richtig machen. Sie denken nämlich eben genau langfristig, bleiben ihrer Strategie auch in turbulenten Zeiten treu. Und sie streuen das Risiko maximal. Sie kaufen viel öfter Fonds und ETFs als Männer, die eher auf Einzelaktien setzen, die viel häufiger auch ihre Favoriten wechseln, höher, schneller, weiter, ja. Ist an der Börse halt nicht immer der beste Ratschlag.
So sind wir Frauen. Mhm. Und wie schätzt du deine Heimatstadt Düsseldorf im Vergleich zum Rest der Bundesrepublik Deutschland beim Thema Geldanlage und Finanzen ein? Also Düsseldorf ist natürlich die schönste Stadt Deutschlands, ganz klar. Aber wie ich sie beim Blick auf Finanzen ehrlich gesagt einschätze, darüber habe ich mir noch nie wirklich Gedanken gemacht. Ich glaube, die Düsseldorfer sind genauso aktien- und risikoscheu wie der Rest der Republik. Und ja, trotz der Nullzinspolitik, wir haben es eben angesprochen, liegen riesige Beiträge quasi unberührt auf den Konten. Welche Hürden muss man überwinden, um einzusteigen und erfolgreich Geld anzulegen? Also der Sparer an sich muss sich einfach nur mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigen. Das ist ja auch kein Buch mit 7 Siegeln, um einfach zu verstehen, was da an der Börse eigentlich passiert und wie man es richtig macht. Und dann sind die Hürden ganz, ganz gering. Also ich kann ja schon mit 25 Euro an einigen Banken und Brokern, sogar mit noch geringeren Summen pro Monat, einfach mal einen Aktienfonds-Sparplan oder einen ETF-Sparplan eröffnen und einfach mal gucken, wie Börse funktioniert und wie das läuft. Und das sind so die Hürden. Ich glaube, in Deutschland mangelt das ganz extrem an Wirtschafts- und Finanzwissen. Das fängt in der Schule an und zieht sich durch. Und ich glaube, wir müssen da viel Aufklärungsarbeit leisten, viel informieren. Und dann werden sich mehr Menschen an die Börse trauen und werden in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren auch sehen, wow, das funktioniert ja wirklich. Und wie viel Geld benötigt man als Startkapital und fortlaufend, um sich ein solches Depot aufbauen zu können? Ja, wie schon gesagt, die ETF-Sparpläne, die Fondssparpläne gibt es in der Regel ab 25 Euro, bei manchen erst ab 50 Euro pro Rate. Die Rate muss nicht monatlich sein, das kann auch manchmal 2- oder 3-monatlich sein. Also das sind sehr geringe Summen. Also wenn man mal so den ein oder anderen Schleppkaffee, den man so durch die Stadt trägt, weglässt, dann hat man die ziemlich schnell zusammengespart, die Summe. Und bei Einzelinvestitionen würde ich ein bisschen größere Summen wählen, weil das wird sonst ziemlich schnell so ein Klein-Klein im Depot. Und wenn man da überall irgendwelche Mini-Positionen hat, das ist dann auch nicht zielführend. Mit einer Einzelinvestition würde ich schon, früher hat man gesagt, so ab 5.000 Euro, vielleicht kann man auch sagen ab 2.000. Aber es sind jetzt nicht die Riesenvermögen, die man haben muss, um an der Börse zu investieren. Okay. Warum machen für dich gerade langfristige Investitionen beispielsweise in ETFs Sinn und warum kann dies ein Anlagemodell für die breite Masse sein? Naja, also man hat einfach ja Schwankungen an der Börse. Das lässt sich nicht verhindern. Wir haben jetzt gerade einen heftigen Corona-Crash erlebt. Das war so schnell und so heftig sind Märkte noch nie abgestürzt. Das war bitter. Also vom DAX-Allzeithoch und dann ging es 40% in die Tiefe. Zack. Die Erholung läuft allerdings nicht ganz so rasant, aber auch ziemlich rasant. Man hat diese Schwankungen, dieses Hoch und Runter und man weiß ja nie, wann es passiert. Also wer hätte Anfang Februar gedacht, dass wir so einen Corona-Crash erleben? Man hat vielleicht gedacht, ah, da kommt irgendwas und es könnte irgendwelche Folgen in die eine oder andere Richtung haben, aber dass die Weltwirtschaft einfach stillgelegt wird für Wochen, das war ja undenkbar noch 2, 3 Wochen vorher. Und da man das nie weiß, wann solche Dinge passieren, ist es einfach gut, wenn man schrittweise peu à peu einsteigt, deswegen großer Fan von Sparplänen. Man kauft dann halt, wenn die Kurse hochstehen, weniger Anteile und wenn sie niedrig stehen, mehr Anteile und kauft ja auch auf dem Markt gerne die günstigsten Kartoffeln und nimmt die Sonderangebote mit. So ist es dann auch quasi automatisch. Und das finde ich ganz klasse und da kann man wirklich langfristig tolle Renditen einfahren. Man sagt, die Aktienmärkte schaffen langfristig 6-8%. Wohlmerkt langfristig, also man muss da schon 10, 15 Jahre sich anschauen, nicht 1 oder 3 Jahre. Da kann das schon ganz anders aussehen. Und bei Sparplänen, dadurch, dass man natürlich permanent kauft, eben auch wenn die Aktienkurse mal hochstehen und dann eben wenn sie niedrig stehen, hat man etwas geringere Renditen. Ich habe das vor ein paar Tagen mal nachgeguckt. Ich glaube, wenn man auf Aktien global gesetzt hat, 15, 20 Jahre, dann war man auch über 3% im Schnitt. Das waren vor ein paar Monaten noch über 6% im Schnitt, aber das ist eben dem Crash geschuldet, den wir jetzt gerade hatten. Ne? Also da sieht man, da kommt wirklich was zusammen und deswegen sollte man einfach, egal wie konservativ und wie ängstlich man ist, man sollte mindestens 30% Aktien, das ist das, was ich in meinen Büchern empfehle, haben. Und je risikobereiter man ist, kann man das ein bisschen hochdrehen. Es liegt natürlich noch mit der Lebenssituation zusammen, mit dem Budget, was man hat, mit den Zielen, die man im Leben hat und natürlich eben der persönlichen Neigung. Ja, und wenn ich dir jetzt 10.000 Euro gebe, wie würdest du die investieren? Also, ich würde natürlich erstmal ein paar von meinen Büchern für dich kaufen, damit du dich noch weiter investieren. Ein kleiner Scherz. Ich würde sie sehr breit investieren. Ich würde sie nicht auf einmal investieren. Ich würde vielleicht jetzt, vielleicht würde ich es halbieren, jetzt was kaufen und in 1, 2 Monaten was kaufen, weil wir eben nicht wissen, kriegen wir eine 2. Corona-Welle, geht es nochmal runter, vielleicht steigen die Märkte auch weiter, dann
kaufst du leider mit deinem zweiten, mit der zweiten Tranche ein bisschen teurer. Wenn du blutige Anfängerin bist, würde ich ein Depot wählen, vielleicht ein ausgewogenes Depot, Hälfte Anleihen, auch wenn es da kaum Zinsen gibt, würde das mischen Staats- und Unternehmensanleihen, so eine mittlere Laufzeit. Und die andere Hälfte würde ich tatsächlich in weltweite Aktien investieren. Das wäre entweder ein ETF auf den MSCI All Country World, das kann ich nie merken, wie der heißt. Oder man könnte splitten, damit der Emerging Markets Anteil ein bisschen größer wird. Die Hälfte vom Aktienteil MSCI World, also die Industrieländer, und die andere Hälfte MSCI Emerging Markets. Also das wäre so ein ganz einfaches Depot. Es geht natürlich noch deutlich komplizierter, aber das wäre so für Anfänger gut zu überblicken, gut zu verstehen und eine ganz vernünftige Mischung. Das klingt super. Und bitte beziehe kurz persönlich Stellung zum Wirecard-Skandal. Wie konnte es so weit kommen, dass ein DAX-Unternehmen schafft, in diesem Maße zu betrügen, und hast du selbst in die Aktie investiert? Also eigentlich äußere ich mich nicht so gerne zu Einzelaktien. Ich tue es jetzt trotzdem. Ich bin mit einer kleinen Position tatsächlich investiert. Ich mache das allerdings so, dass ich ein langfristiges Depot habe, was wirklich breit diversifiziert ist und wo auch die Hauptsumme drin liegt, meine Altersvorsorge einfach. Und ich habe ein kleines Spielgelddepot, nenne ich es immer, wobei Spielgeld nicht Casino assoziieren soll, sondern es ist einfach, da probiere ich mal was aus und da ist ein bisschen Wirecard drin. Mir war das Risiko bewusst, weil es die Vorwürfe schon lang gab. Wie das passieren konnte, ehrlich gesagt, da haben so viele Menschen erstens scheinbar betrogen und gelogen und ganz, ganz viele von der Aufsicht über die EY, also die Bilanzprüfer etc. pp., wirklich scheinbar geschlafen, die Augen wissentlich zugedrückt, keine Ahnung, das wird noch aufzuklären sein. Es ist ein Drama, es ist übrigens auch ein Drama für die deutsche Aktienkultur, weil sehr, sehr viele Kleinanleger die Aktie in den Depots hatten als Einzelaktie, aber eben auch über die Fonds, die da sehr groß investiert waren. Und welche Auswirkungen hat der Fall Wirecard auf potenziell junge Anleger und auf die Reputation der Börse? Das ist eben die große Frage, also die getroffen sind. Ich hoffe, dass es nicht so ein Telekom-Desaster wird. Ich glaube, da waren auch viel, viel mehr Leute investiert damals. Die Telekom ist ja nicht pleite gegangen oder so, das ist einfach abgestürzt, die Aktie, ne? Aber und vorher zu hoch gejatzt worden. Ich hoffe, dass nicht so viele junge Anleger jetzt der Börse in den Rücken kehren, sondern eher, dass sie da eine Lehre draus ziehen, dass Einzelaktien wirklich in Anführungsstrichen gefährlich sind, gefährlich sein können, beziehungsweise riskanter sind als eben breit gestreute Indexfonds, ETFs also und Investmentfonds. Und dass man eben wirklich bei Einzelaktien eine gewisse Vorsicht walten lassen muss, dass sie nur kleine Anteile am Depot haben dürfen und man besser eben auf die breit gestreuten Vehikel setzt. Ich hoffe immer nicht, dass nicht so viele Junge jetzt schon direkt aufgeben. Ja, jetzt kommen wir zu deinem Buch. In deinem Buch Einfach erfolgreich anlegen, entspannter Vermögensaufbau mit cleveren Strategien, stehen einfache Anlagestrategien im Vordergrund und sollen gerade Deutschland ansprechen, die sich vor dem Thema Altersvorsorge und Finanzen scheuen. Du hast das Thema nun schon vor mehreren Jahren im Fokus. Siehst du eine Entwicklung oder hat sich in den letzten Jahren kaum etwas geändert? Ich bin ja auch bei den Finanzheldinnen, das ist eine Initiative von Frauen aus der Comdirect aktiv und da bin ich sehr häufig auch bei Afterworks, wir haben jetzt auch viel online gemacht. Ich habe das Gefühl, da geht schon, ich wollte jetzt weiter sagen, ruck durch Deutschland, okay, soweit ist es wahrscheinlich nicht, aber ist schon einiges im Aufbruch und nach eben den vielen Jahren Null- und Niedrigzinsen, ich glaube, dass sich das immer mehr ins Bewusstsein der Leute schiebt, dass das so nicht weitergehen kann und dass ein Tagesgeldkonto eben einfach keine Lösung sein kann. Eine Lebensversicherung mit Mini-Garantiezinsen oder eine private Rentenversicherung auch schwierig, aber Klammer auf, sowas braucht man auch, weil man muss ja sein Langlebigkeitsrisiko abdecken und die zahlen hinterher eine Rente, bis ich eben umfalle. Und wenn ich wie Juppie Heesters über 100 werde, dann kann es ja sein, dass mein Aktiendepot vielleicht nicht reicht. Also man braucht da wahrscheinlich eine Mischung von allem. Aber ich hoffe eben, dass mehr Menschen erkennen, dass man zumindest Aktien beimischen sollte, wie gesagt die 30%, und dass man da ein bisschen Renditeturbo bekommt. Und man kann ja auch einfach mit eben diesen ETF-Sparplänen anfangen. Aber man könnte ja auch mal gucken, wenn man vom Arbeitgeber vermögenswirksame Leistung kriegt, dass man die eben nicht in irgendwas Langweiliges packt, sondern in ETFs, das geht nämlich auch, oder einen Aktienfonds. Also, dass man da auch ein bisschen Gas gibt. Und deswegen, also ich glaube, da kommt schon so ein bisschen so ein Umdenken. Die Menschen sehen schon, dass das so nicht funktioniert mit dem Vermögensaufbau, wenn man nur über Sparprodukte geht, Zinsprodukte. Jetzt haben wir schon einiges über dich erfahren. Du hast einen super spannenden Lebenslauf, ein Buch geschrieben. Jetzt sind wir neugierig. Planst du denn noch eine weitere Veröffentlichung?
Also ich habe jetzt 5 Bücher geschrieben sogar schon und es juckt im Moment wieder so ein bisschen in den Fingern. Ich habe mich aber vor 2 Jahren ja erst selbstständig gemacht und bin da auch schon noch so ein bisschen im Aufbau und habe da auch noch viele Pläne und deswegen, ja, es wird wieder ein Buch geben, aber ob das schon in den nächsten Monaten sein wird, aber wie gesagt, es juckt schon. Und eine Idee habe ich auch schon, 2 genau genommen. Okay. Du zählst in Deutschland zu einer der renommiertesten Finanzjournalistinnen und Finanzbuchautorinnen. Wie hoch siehst du dabei den Stellenwert deiner Vorbildfunktion? Welche zentrale Botschaft möchtest du verkörpern? Ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt eine Vorbildfunktion habe. Das ist, glaube ich, ein bisschen too much. Gut, wer jetzt sich mit Börse auseinandersetzt, hat mich wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen, weil ich auch im Social Web sehr, sehr aktiv bin und eben auch viele Events besuche oder auch teilweise da eben auf der Bühne stehe. Ich würde halt einfach gerne vermitteln, dieser Gedanke, ich nenne das immer keine Angst vor der Börse, dass das eben nicht gefährlich ist, sondern dass das auch Spaß machen kann übrigens. Aber eben, dass wenn man es richtig macht und die Grundregeln eben beachtet, ich habe sie vorhin ja schon mal genannt, breit streuen, langfristig denken, noch ein paar andere, aber dass das dann eigentlich eine ganz einfache Sache ist, um ziemlich schnell eigentlich Vermögen aufzubauen. Und das möchte ich halt einfach rüberbringen und eben so ein bisschen diese Angst nehmen, weil wir gucken immer nur auf die DAX-Kurve, die sehen wir ja auch vor der Tagesschau jeden Abend, aber das ist ja eine Momentaufnahme, das ist ja nur heute. Und häufig sieht man dann irgendwelche Rennlisten am Ende des Jahres, welcher Fonds hat am besten abgeschnitten. Das ist nur ein Jahr. Und ich würde Aktien niemals kaufen, außer im Spielgelddepot, aber in meinem langfristigen Depot, wenn ich eine Anlagehorizont von unter 10 Jahren habe. Also ich würde mir eher den 10-jährigen Chart angucken und da sieht die Sache ganz anders aus als eben bei einem Chart, der Anfang des Jahres angefangen hat oder eben heute Morgen um 9. Okay, wir haben noch eine allerletzte Frage zum Thema Netzwerke. Gerade im Bereich finanzielle Bildung gibt es einige neue Zusammenschlüsse von Frauen, die sich gegenseitig im Bereich Finanz unterstützen. Was sind in deinen Augen die Vorteile solcher Netzwerke und was rätst du Frauen, die sich bisher zu dem Thema Finanz und Börse noch nicht auseinandergesetzt haben? Also was würdest du mir raten? Ja, also du musst auf jeden Fall die Finanzheldinnen auf allen Social Media Kanälen natürlich abonnieren. Es gibt auch andere tolle. Tatsächlich schon. Sehr gut. Es gibt natürlich auch andere tolle Netzwerke, keine Frage. Ja. Einfach, also ich fand es bewundernswert. Ich war bei vielen Events ja immer, auch ich war ja früher beim Handelsblatt, auch in der Zeit, und wenn da Männer und Frauen in einem Raum waren, das klingt immer so nach Klischee, aber es ist so, dann stellen immer die Männer die Fragen oder auf jeden Fall so komisch komplizierte, verquaste Fragen und die Frauen halten sich relativ zurück. Und bei Events, wo nur Frauen sind oder nur ganz wenig Männer, da trauen sich die Frauen und da kommen so tolle Fragen und manchmal kommen auch so Basic-Fragen, ja. Ich meine, wenn ich seit 10 Minuten über ein ETF sabbel und die Hälfte der Leute hat nicht verstanden, was ein ETF ist, ist das ja nicht zielführend. Und da kommt wirklich die Frage, können Sie das nochmal erklären? Und kannst du nochmal sagen, was ein ETF ist? Und erklär doch nochmal, wie das mit der Dividende ist. Und das bringt uns ja alle weiter. Und da ist wirklich ein super reger Austausch. Und das kommt wirklich von Basic bis auch ganz kompliziert teilweise. Und das finde ich super. Und deswegen kann ich nur empfehlen, da gibt es wunderschöne Webinare im Moment und hoffentlich demnächst auch wieder Präsenz Afterworks, an solchen Sachen auch teilzunehmen. Ja, perfekt. Vielen Dank. Da habe ich einige Tipps heute mitgenommen. Und ja, vielen Dank für das Interview, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Und wir sehen und hören uns bestimmt noch. Dankeschön. Danke dir.